Mein Name ist Commander Shepard und das ist mein Lieblings-Let's Player. Haha, okay. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück auch zu Let's Play Mass Effect 2. Es wird mich freuen, dass ihr hier mit mir diesen Part anseht und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall, wir wollten irgendwas machen. Ich schaue nochmal schnell auf die Galaxiekarte, ne? Und dann schauen wir mal. Wir wollen nach Aratoth Dr. Kenson retten. Dann fliegen wir die Umlaufbahn an. Wieder Mount Everest in einem Ofen. Das lese ich mir jetzt, glaube ich, nicht durch. Das ist viel zu viel. Ich sag nur, was soll der Geiz? Das können wir uns schon leisten. Sowas nicht durchzulesen. Pass auf, dann war das jetzt so eine wichtige Information, dass sie einen großen Wert hatte. Wir können... Muss ich nicht erst mein Team auswählen? Muss ich mein Team auswählen? Habe ich da was verpasst? Nein. So, ich würde sagen, jetzt geht's los. Na, oh, ich will nicht. Geht doch mal raus hier. Ich jetzt play. Ach, gut. Entschuldigung, Leute. Es tut mir leid. Ich wollte aber noch einen perfekten Part starten und dann kommt jemand in mein Zimmer rein. Leistungsrelasis. Energieversorgung abschalten. Awesome, nicht? Sind wir allein? Ich hab Angst. Scheiße. So, jetzt kommen wir ins Dead Space Feeling. Necromorphs überall. Seht ihr die Leichen? Die Blutpartikel in der Luft. Ich ging durch einen leeren Gang und fand raffiniertes Iridium neben einem Baron, der schon ziemlich stank. Der liegt da wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ich lief weiter den Flur entlang, fand eine Brückensteuerung und aktivierte diese. Dann drehte ich mich nach links, sah einen Gang, dann wieder zur Brücke und ich sehe, dass die Brücke nicht geht. Ich gehe den leeren Gang runter und sehe einen Baron und schieß drauf. Baron, die Batarianer schicken ihren Gefangenen bestimmt nur zum Sterben herunter. Ich muss Dr. Kenson rasch finden. Ja. So war the dead. Ach, die Brücke. Okay, und dann gehen wir mal über die Brücke. So, hier liegt wieder ein Baron. Und noch ein Baron. Lecker Schmecker. Da war einer. Also in einem Horrorspiel ohne Waffen hätte ich jetzt Angst. Ganz schön runtergekommen. Selbst für ein Gefängnis. Ich weiß nicht, ob das jetzt genug war, dass ich das... Ich hab... Verdammtes Viech. Oh shit, da müssen wir irgendwie durch. Aber wir brauchen vielleicht so eine Energieversorgung oder so. Baron, bist du hier? Fast saven. Sind dead. Okay, ich weiß jetzt, was es ist. Gasventil erstmal. Oh shit. Hey, cool. Oh. Okay, noch ein Gasventil. Was ist denn da jetzt los? Ach. Okay, dann ist hier noch ein bisschen Gas, das heißt... Was willst du? Das heißt, wir müssen das Gasventil noch aktivieren. Moment mal. Vielleicht ist denn da noch was Nützliches, das wir gebrauchen könnten. Da gehen wir mal gleich mal hinter, ne? Ja,
Ich habe irgendwie das Gefühl, geht's weiter. Okay. Ich gehe trotzdem mal da lang, mal schauen, was es da gibt. Auf jeden Fall Gas. Viel Gas. Ich komme da nicht durch. Okay, ich glaube, wir müssen doch hier lang gehen. Dann gehen wir auch mal hier lang. So, dann machen wir mal schnell so hoch, machen die Tür hier auf und dann gehen wir mal hier wieder den Gang entlang. Ah, ich bin ein kleiner Rapper. So, hallo? Sieht gefährlich aus. War das gerade ein Gefängniswärter? Okay. Natürlich bemerkt er das nicht, wenn wir da zufällig mit der Waffe hier rumballern. Ziemlich gefährlich der Ort hier, oder? Wisst ihr, was ich mir manchmal wünsche? Ich wünschte mir manchmal, wir hätten irgendwie sowas wie einen wie eine Sniper, also ein Scharfschützengewehr, eine schwere Pistole. Mal sehen, ob ich den hätten kann. Zu viel dazu. Hier ist ziemlich viel Ruhe. Was ist denn das für eine Rasse? Das hat jetzt auch so viel gebracht, ne? Okay, wir müssen wahrscheinlich hier lang, aber ich gehe erstmal da hoch zu dem einen Typen. Leider geht das ja nicht. Ach, und jetzt haben wir... Was haben wir denn da gemacht? Ist das eine Abkürzung oder was? Schauen wir uns jetzt mal schnell an, okay? Okay. Hallo, ist hier jemand? Nette Küche. Ich glaube, hier fehlt jemand. So, einen Spind. Den öffnen wir mit 400 Credits. Hallo? Ach, hier waren wir ja vorhin. Bittet wir gerade eben. Hier ist Müll. Natürlich, jemand haut 400 Credits in den Müll. Das ist ja super. So, wir gehen erstmal hier rein und erkunden ja alles. Oh, raffiniertes Iridium. Das ist immer schön, wenn wir sowas finden. Das liebe ich immer. Iridium ist schön, aber davon haben wir leider zu viel. Aber besser zu viel als zu wenig, ne? So, ich glaube, da oben war noch was. Ja, hier dann geht's, glaube ich, noch. Ja. Da hatte ich auch wieder recht gehabt. So, hier lang. Waren wir schon? Ich glaube nicht, oder? Oh, doch. Hier haben wir das raffinierte Iridium gefunden. Aber ich habe ja hier den Gang leider nicht gesehen gehabt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, ja, hier lang. Gut, dann save ich hier nochmal schnell und dann gehen wir mal da hoch. Gehen wir mal da hoch, ne? So, hallo? Jemand hier? Okay, speichern und dann... Okay, los geht's. Ja, der hat erstmal einen Kopfschuss überlebt. Wie viel sind da drinne? Da hat mein Schild einfach weggeplatzt. Hey, da ist ja noch ein dritter. Hab ich gar nicht gesehen. Wir brauchen... Selbst schuld, wenn man so einen Job macht.
und dabei drauf geht natürlich. Okay. Oh. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr hört das nicht. Ihr solltet es auch nicht hören. Das wäre das Beste für mich und für euch. Hehehehe. Moment. So, Problem wurde gelöst. Und es tut mir leid, schon wieder eine Unterbrechung. Ich bin Commander Shepard. Ich brauche keinen Autorisierungscode. Na, egal. Dead. Drehen wir mal drauf. Was war das jetzt? Ach, hier geht's nach unten. Ich hoffe, ich hab's da oben richtig gemacht. Bleib stehen. Was war denn das jetzt? Müssen wir wieder runter oder was? Halt, stopp! Yeah! Das ist doch mal sexy. So, ich will natürlich hier auch mal fertig werden, Leute. Also, ich will ja hier nicht die ganze Zeit dauerhaft abhängen. Das ist definitiv nicht mein Hobby. Aber wir werden uns jetzt hier erstmal ein paar Wachen schnappen. Okay. Licht. Schade, dass das Licht hier nicht kaputt geht. So, zwei Wachen ausgeschaltet. Das nach kurzer Zeit. Okay, dann müssen wir Dr. Kenz mal schnell retten. Probretten. Ihr merkt ja bestimmt auch, wer vielleicht weiß oder es sieht. Und links speichere ich ja immer ziemlich oft. Oh shit, was macht der? Wer sind Sie? Was machen Sie da? Dr. Kenzen, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Wir sind hier nicht sicher. Können Sie gehen? Mir geht es gut. Geben Sie mir eine Minute. Wir müssen los. Jetzt. Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Dann sollten wir eine suchen. Los. Bert. Okay, jetzt geht's los. Mit Dr. Kenson hier als Teammate. Haben wir jetzt sonst noch was? Ja, hier, spinnt, in öffnen, gleich mal Credits rauben. Natürlich lagern die hier in einem Folterraum ein bisschen Credits. Denken sich dabei, stimmt. Ach, das ist der, ist bestimmt sicher. Die Leute haben bestimmt Angst, da was zu öffnen oder so. Sinnlos manchmal. Tut man einfach mal in den Folterraum Geld rein. Oh Mann, was hat der für eine Waffe?
Okay. Alles gut. Ach da. Ich wirf's zurück. Okay. Das war eine Blendgranate. Aber die Blendgranaten, die blenden hier wirklich nicht so sehr. Finde ich zumindest. Hey, komm her. Komm her. Schau mal, ich helfe dir. Was habe ich gerade gedrückt? Ich glaube 5, oder? So, das wollte ich machen. Oh! Dann erledigen wir das auch heute. Die harte Tour. What the fuck? Elite-Gefängniswärter. Weggucken, weggucken. Ah! Ihr kleinen Batarianer. Seid doch alle verrückt. Ah. So, ich glaube, wir haben das erstmal geschafft, da alle Batarianer bitte wie Gefängniswärter hier zu erledigen. Hey. Come on. What's that? Sicherheitskonsole untersuchen. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg frei hacke. Wüsste ich, von wo die kommen. Komm schon. Und da kommen die schon. Halt doch mal Stopp hier. Hallo. Wir müssen die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind, damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln. Welche hintere Tür? Stimmt die hier, oder? Oh. Ich baue mal ein Sturmgewehr hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich mach viel zu wenig Damage. Mach doch einfach. Weniger reden, mehr tun. Ja, die sind schon erledigt hier. Ah. What the f... Boah, mach dich fort hier. Beschreitet Dr. Kenton. Ich dachte, die explodieren auch noch. So, denke ich mir ein bisschen Munition mit und dann knallt's jetzt hier, ne? Oh, ich treffe irgendwie nicht. Ich habe eine Dreckspräzision. So, bestimmt von hinten noch welche? Nee. Wir müssen die Tür schließen, durch die wir reingekommen sind, damit sie draußen bleiben. Mach doch einfach. Da kommt schon wieder welche. Hat die das schon erledigt oder hat die das noch nicht erledigt? Es kann vielleicht sein, dass ich sogar hin muss und schließen muss. Oh oh. Gleich bin ich weg. So, ich gehe mal trotzdem hin, vielleicht. Ja, nicht zu viel hetzen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. What the fuck, wo bin ich denn? Puh. So. Ich krieg euch alle. Ja, ihr braucht nicht so
Nein! 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 Ich bin tot. Mann. Das könnte mich aufregen hier. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg frage. Sag mir nicht, ich muss es schon wieder machen. Leider werdet ihr nicht so weit kommen. Ach. Was ist denn das? Foko. Fo. Was ist? Was ist denn das? Ist das eine absolute Gülle, ey? Ey, das gibt's nicht. Nie wieder so haut drauf typisch. Nie wieder, meine Freunde. Nie wieder, sagte ich. Ja, ihr habt nicht richtig gehört. Nie wieder. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg frei hacke. Ja, aber eigentlich einfach. So, ich stehe jetzt hier und zeige ein bisschen Deckung. Wir müssen die Tür schließen, durch endlich. Die wir reingekommen sind, damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegelt, sie kommen von unten rauf. Ja, sei einfach mal ruhig, bitte. Ich weiß, wo es sind. Oh Mann, ey, die hetzt mich so sehr. Ich krieg das nicht hin, wenn die das macht. Wow. Okay, dahin tue ich mal eine Inferno-Granate werfen. Brennen in der Hölle. Hallo. Frisst die Eins. Oh, ich hasse das. Wir müssen erstmal die kleinen Gefängniswärter loswerden, damit wir unsere Feuerkraft auf den großen konzentrieren können. Ja, okay. Was habe ich getan? Was? Ich wollte doch eigentlich die 4 drücken hier. Moment. 4. Doktor, kennen Sie sie, kleine... Sie kleine Hacker. Da hat er wieder seine Stelle aufgeladen. Verfolgungsnetzwerk. Achten Sie auf die andere Seite. Die andere Seite? Ich glaube, von da kommen die. Oh Mann, was machen die denn da? Oh! Was ist denn das? Die sind ja sau stark hier. Frisst das, du kleiner Gefängniswärter. Du frisst das. Oh, hier nicht so vorrushen. Schnell, da kommen welche durch. Oh, was? Boah, was? Fleisch. Los geht's. Wo lang? Was, wie soll ich denn jetzt zu Ende kommen? Oh, weil dich hier. Oh Mann, los, nicht in Deckung gehen. Schnell, da kommen welche durch die Tür. Wir bringen welche durch die Tür. Toll. Überlassen Sie das mir. Natürlich, überlassen Sie das mir. Hallo. Hier frisst du das und du... Setze Flamme!
Oder der Kopf von Dr. Kenson ist mir jetzt erst aufgefallen, da unten in der Mitte. Sieht voll komisch aus. Voll komisch, alt und wie so ein... Oh, ich glaube, ich weiß schon, was passiert. Oh oh. Die erledigen wir erstmal. Komm schon. Die Doktoren. Oh nein, die sind ja da oben irgendwo. Das ist so stressful. Ich habe irgendwie wieder das Gefühl, der Part, der geht wieder 1000 Stunden lang. So lange wollte ich den gar nicht haben, aber wenn hier immer mehr Feinde kommen, dann ist es schon doof. Genau zwischen die Augen. Genau, okay. Genau, wird gesaved. Aber ich glaube, das wird nichts. Das war so klar. Oh, wie viel Gefängniswert haben die denn noch? Reicht das nicht, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Anzahl der lebenden Batarianen wird ziemlich weit sinken. Aber ich musste erstmal hoch. Ach, die Stelle kenne ich doch. Ach komm, hier zwei. Ich brauche Schild. Los, geht doch mal. Kletterst du hoch? Komm, 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 geht doch mal in den Shuttle hinein hier. Ich glaube, das war... Oh, shit. Welche Wachen? Da, die Wachen. Oh Gott, raus! Ja, wir haben es geschafft. Komm. Oh, beeilen Sie sich hier. Oh, oh. Oh, weniger rumstehen mehr. Abhauen. Okay, das war's wohl. Oh, das wäre erstmal geschafft hier. Oh. Schon, ich glaube 29 Minuten haben wir jetzt schon wieder aufgenommen. Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus Ihrer Reichweite sein, wenn Ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden Sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen Sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Wie wollten Sie denn einen Asteroiden in ein Massenportal lenken? Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man nur Schub und ein Lenksystem. Und beides ist in den Bergungslagern von Omega erhältlich. Mit genügend Energie und der richtigen VI zur Steuerung muss man nur noch zielen und abdrücken. Ich dachte immer, Massenportale seien unzerstörbar. Das habe ich auch gehört. Aber vermutlich nur, weil niemand herausfinden will, was geschieht, wenn es tatsächlich dazu kommt. Und, naja... Wir hatten vor, einen kleinen Planeten mit hoher Geschwindigkeit in das Ding zu jagen. Unseren Berechnungen zufolge müsste das mehr als ausreichen. Ist das Projekt noch einsatzfähig? Ich denke schon. Wir standen einen Knopfdruck vor dem Auslösen, als die Batarianer mich verhaftet haben. Warum glauben Sie, dass eine Zerstörung des Massenportals das gesamte System vernichten würde? Massenportale sind die stärksten Masseneffektmaschinen in der bekannten Galaxie. Die Energie, die bei der Zerstörung eines Portals frei wird, entspricht vermutlich einer Supernova. Dieses System ist zwar abgelegen,
Aber in der Kolonie, wo wir festgehalten wurden, leben knapp über 300.000 Batterianer. Die Explosion würde sie ohne Zweifel ausnahmslos töten. Wie wurden sie verhaftet? Wir haben Raumschiffteile von Omega eingeschmuggelt. Triebwerke, Lenksysteme, einen Ezio-Kern vom Zubehörmarkt. Den Batterianern kam das verdächtig vor. Vor einigen Tagen unternahm ich mit ein paar Männern einen Spähflug. Und die Batterianer haben sich auf uns gestürzt. Unsere tatsächliche Basis haben sie nie gefunden. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Ro genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenzen an Projektbasis. Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. So, und ich glaube, ich muss den Part jetzt mal beenden, aber es kommt wahrscheinlich gleich wieder eine kleine Intro-Szene, eine kleine Videoszene. Da müssen wir mal schauen. Einfach mal abwarten und dann looken. Ja, Intro-Szene, Videoszene. Ich sag immer Intro-Szene. Mensch, bekloppt. Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Was ist das? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? Woher wissen Sie, dass der Countdown stimmt? Es ist einfach so. Das Artefakt sendet in bestimmten Abständen Impulse aus, seit wir es gefunden haben. Die Intervalle sind kontinuierlich kürzer geworden. Das Artefakt reagiert auf die Entfernung der Reaper. In etwas mehr als 48 Stunden haben wir einen Dauerimpuls. Und die Reaper sind da. Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Okay, gehen wir mal hin. Oh oh. Aber ich denke mal. Ja genau, ich beende hier erstmal den Part und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich spannend. Und wie immer, abonnieren, kommentieren, bewerten oder favorisieren. Es ist euch überlassen und es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Bis später.